Das erstklassige Multi-Beverage-Kapselsystem eröffnet eine Welt exzellenter Getränkekreationen. Also der Noob macht jetzt die Kapsel da rein und dann drückt er das Ding runter. Ach, ich Idiot, ich muss ja die Kapsel rausmachen. Oh, leck. Was ist denn das? Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar. Und heute bin ich hier mit meiner Expressi-Wave-Maschine, die ich mir heute gekauft habe. Und ich bin mal gespannt, wie sie performen wird. Die Gründe für die Anschaffung waren, erstens, die Pads von Senseo schmecken nicht so wirklich. Und Kapselmaschinen, ich denke mal, das schmeckt ein bisschen besser. Zweitens hat die Maschine hier eine Spülfunktion, finde ich auch besser. Bei der Padmaschine hätte ich immer einen ganzen Kaffee ohne Pad durchlassen müssen, damit die richtig sauber ist, ne? Hier kann ich einfach auf den Knopf drücken, zweimal, und dann läuft ein bisschen Wasser da raus. Der nächste Grund, warum ich mir die Kapselmaschine hier gekauft habe, ist, dass meine Freundin oder jemand anderes, der einen Tee trinken möchte oder einen Chai Latte oder einen Kakao oder sowas, der kann sich das dann einfach machen. Ich kann also mehr verschiedene Getränke machen mit dieser Kapselmaschine. Außerdem hat meine Senseo-Maschine den Geist aufgegeben. Die blinkt immer nur noch. Und je nachdem, wie man hinten den Wassertank ein bisschen hin und her bewegt, dann heizt sie wieder auf. Aber oft erkennt sie den Wassertank jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, einen Wassertank für 18 Euro zu kaufen. Da dachte ich mir, ich investiere das Geld lieber direkt in eine neue Maschine. Ich habe nämlich schon länger mit der hier geliebäugelt, habe mir auch Reviews angeschaut und habe im Internet recherchiert und sie wurde eigentlich durchweg gut bewertet. Nur der Geschmack einzelner Kapseln wurde jetzt nicht in jeder Review so gut bewertet. Aber ansonsten, ich vertraue eigentlich auch Aldi. Ich habe im Aldi noch nie irgendeinen Scheiß gekauft oder selten. Also ich kann mich jetzt überhaupt nicht daran erinnern, dass ich mal wirklich ins Klo gegriffen habe. Im Aldi bei einem Kauf. Und ich denke mal, wenn Aldi diese Maschine hier ins Sortiment aufnimmt, dann ist es schon okay. Ich werde es jetzt einfach mal probieren. Die hat 70 Euro gekostet, also 69,99. Und ich habe mir dazu 8 verschiedene Kapseln geholt und die haben alle 2,79 Euro gekostet pro Packung. So, ich werde starten mit einem kleinen Unboxing. Das heißt, ich werde das Ding einfach mal begutachten und öffnen. Ich lese mal den Text hier vor. Kaffee, your system ist das Kapselsystem für anspruchsvolle Genießer, die ausgewählte Vielfalt lieben. Kapsel für Kapsel. Das erstklassige Multi-Beverage-Kapselsystem eröffnet eine Welt exzellenter Getränkekreationen und zelebriert Genuss auf Knopfdruck. Schweizer Präzisionsarbeit vereint mit ästhetischem Design, vereint mit Massenabfertigung in der Fabrik. Ne, steht da natürlich nicht. Das perfekt aufeinander abgestimmte und vielfach patentierte System bietet Coffeeshop-Qualität für zu Hause. Seit wann muss man etwas vielfach patentieren? Ja, die meinen halt, da stecken viele Patente drin, ne? Hier sehe ich eine Teepflanze drauf, ne? Hier. Aber man kann auch grünen Tee und schwarzen Tee machen. Allerdings, also ich habe sehr gute Teebereiter, sehr gute Teekannen. Ich habe auch sehr guten grünen Tee. Blatttee und Schwarztee habe ich auch. Also ich sehe jetzt nicht wirklich den Sinn darin, mir hier einen Tee zu machen. Also ich glaube nicht, dass der wirklich gut schmeckt. Ich werde es irgendwann mal vielleicht probieren, aber im Moment, ich habe mir jetzt halt mal 8 Kapseln gekauft, 8 verschiedene, und es wird jetzt mal reichen, um das zu testen. Wenn da irgendwie ein Defekt dran ist oder sie gefällt mir doch nicht, vielleicht gebe ich sie auch zurück, mal sehen. 36 Monate haben wir Garantie. Ja, was steht hier noch? Puh. Naja. Ich habe mir die schwarze Variante geholt, weil schwarz, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich laufe immer schwarz rum und schwarz ist meine Lieblingsfarbe und schwarz ist einfach zeitlos und passt irgendwie immer, deswegen, und es gab die auch noch in Silber. So, jetzt werden wir mal den Akku wechseln, weil nämlich die Batterie leer ist. So Leute, ich habe bei der Gelegenheit mal noch die Perspektive geändert und jetzt werde ich euch noch sagen, welche Kapseln ich mir geholt habe.
Nämlich einmal die Lungo. Das, ich habe keine Ahnung, was es ist, ehrlich gesagt. Irgendwie ein stärkerer Kaffee oder sowas. So zwischen normalem Kaffee und Espresso vielleicht. Ich weiß es nicht. Werde ich nachher noch schnell schauen. Dann habe ich mir einen Chai Latte gekauft. Hier steht jetzt Limited Edition. Also ich weiß nicht, ob es den immer gibt. Aber ich fand diese Sorte eigentlich am ansprechendsten. Ich glaube, drei Chai Latte Versionen gab es. Die fand ich am besten. Vanille, Zimt. Dann habe ich hier einen Pfefferminztee. Es gab verschiedene Sorten von Tee. Einmal Waldfrucht, Grün, Schwarz und diesen hier. Und da dachte ich, Waldfrucht und Pfefferminz, das wird vielleicht am besten schmecken. Und da macht es auch am meisten Sinn, das als Kapseln da zu haben. Wenn man mal schnell einen Tee machen möchte oder sowas, das geht halt doch ein bisschen schneller dann, als wenn man jetzt extra einen Tee aufbrüht, ne? Vor allem, wenn ich Besucher im Wohnzimmer habe. Und ich möchte dann denen schnell was machen, ohne den Raum zu verlassen. Ist es einfach besser, weil ich habe nämlich meine Teekannen etc. in einem anderen Raum. So, hier haben wir Kaffee Crema. Das dürfte ein normaler Kaffee sein, so wie er bei der Senseo rauskommt, mit einer Crema dann obendrauf. Das hier ist jetzt ein normaler Espresso. Da gab es verschiedene Sorten. Ich habe da auch nicht so ganz durchgeblickt. Aber ich habe dann einfach den genommen, der 45 Milliliter pro Tasse hatte, weil ich nämlich auf anderen Schachteln gesehen habe, dass es wohl noch einen gibt, wo noch weniger Milliliter rauskommen und einen, da kommen 110 oder sowas raus. Und den kann man mit den Milchkapseln mischen, laut Anleitung. Und dann hat man eben einen Latte Macchiato oder einen Cappuccino. Also deswegen habe ich das genommen, weil es einfach so die Mitte war. Ich als unerfahrener Espressi-Trinker, ich habe halt dann einfach mal die goldene Mitte genommen. So, und hier steht einfach nur Filterkaffee drauf. Ich denke mal, das wird auch ein ganz normaler Kaffee sein und vielleicht, weil da mild drauf steht, vielleicht noch ein bisschen schwächer oder so. Ich probiere mich jetzt einfach mal durch. Und als letztes habe ich hier einen Kakao noch genommen. Das ist eigentlich hauptsächlich jetzt für meine Freundin gedacht, dass sie sich morgens einfach auf die Schnelle einen Kakao machen kann. Oder eine heiße Schokolade heißt das ja eigentlich. Ne? Oder Kaba oder. Ich habe hier mein wichtiges Utensil, das Leatherman. Und dann schauen wir mal, wo das sich öffnen lässt hier. Hier sind schon Stellen, da braucht man gar kein Messer. Leatherman, in der heutigen Zeit bist du einfach obsolet geworden. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Das Leatherman braucht man doch immer mal wieder. Siehe meine anderen Reviews. So. Oh, was ist denn das? Geil! Das ist ja mal geil hier. Papier? Geil. Styropor. Oh, ich hasse das Geräusch von Styropor. Es gibt nichts Schlimmeres. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass mir nicht das Messer hier auf den Fuß fällt. Hier hinten ist der Stecker mit Kabel befestigt. Müssen wir ein bisschen hier. Boah. Bisschen blöd gemacht hier. So, da hätten wir das. Das hier kommt auch weg. Hier dazwischen ist
eine Art Styroportuch. Dann werde ich erstmal reinigen hier, bevor ich jetzt mir hier Getränke mache. Hier ist auch noch, oh, hier ist noch mal ein Zettel, was steht hier? Wichtiger Reinigungshinweis: Inbetriebnahme, Gerät einschalten. Während des Aufheizens blinken alle drei vorderen Lämpchen grün. Blaue Lampe leuchtet, bitte spülen. Bitte spülen? Also ich habe eigentlich vor, das immer ein bisschen zu spülen zwischen den einzelnen Brühvorgängen. Hebel öffnen, Hebel schließen, spülen mit der Milchtaste. Vorteile einer regelmäßigen Reinigung. Das ist ja geil. Hier steht die Vorteile einer regelmäßigen Reinigung, Sauberkeit und Hygiene. Das ist mal der erste Vorteil, aber es gibt noch weitere. Moment. Aufheizen auf die optimale Betriebstemperatur. Keine Geschmacksbeeinträchtigung durch Vorprodukte. Ja, das ist mir schon klar. Also das meiste Papierzeug bei Elektrogeräten ist einfach totaler Quatsch. Hier sind noch ein paar Tesa-Reste. Geht schlecht weg. Werde ich auch nochmal nachbessern müssen. So, und dann steht sie eigentlich schon da. Ja, da ist noch ein bisschen Zeug. Ja, das ist wahrscheinlich, um die Stöße noch ein bisschen zu dämpfen, machen die dann noch so Zeug dazwischen. So. Ja, dann ist das Ding soweit ausgepackt. Dann werde ich den Tank spülen. Oh, das ist aber schön massiv hier. Was ist das? Ah, das kommt weg hier. Ja, da bin ich schon mal positiv überrascht, dass hier so ein massives Metallsieb dabei ist. Das ist richtig schön schwer und stabil. Aber nicht wie bei der Senseo. Das ist schon mal gut. So, dann werde ich das hier da reinmachen. Ja, und wenn man größere Gläser drunter stellen will, dann macht man einfach das Teil hier weg, so wie ich in anderen Reviews erfahren habe. Aber ich habe eher kleinere Gläser. Dann werde ich das so machen hier. Passen die drunter? Ja, gerade so. Das ist auch wichtig, weil das sind nämlich meine am meisten verwendeten Gläser. Gut, dass die genau drunter passen. Ja. Okay, Leute, dann mal bis gleich. Okay, Leute, da fallen mir schon mal gleich zwei Dinge positiv auf. Das eine, der Wassertank ist gut zu reinigen. Da bin ich mir sicher, dass ich da keine Probleme bei der Reinigung haben werde. Auch das hier zum Greifen ist optimal, wirklich geil. Viel besser als bei der Senseo, viel besser. Und der Tank ist standsicher, den kann man so hinstellen. Ist auch nicht bei jedem Senseo-Produkt der Fall. Und was ich sowieso bei Philips sehr unsympathisch finde, das möchte ich auch mal noch an dieser Stelle erwähnen, bei jeder Senseo, die die rausbringen, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses billigste Modell, was die da verkaufen, das, was jeder kennt. Ja, wenn man da eine andere Generation hat, muss man jedes Mal einen neuen Tank dafür kaufen. Bei jeder Generation von Senseo-Maschinen gibt es einen anderen Tank. Das heißt, die Tanks der unterschiedlichen Generationen sind nicht untereinander kompatibel. Das heißt, wenn ich jetzt noch eine alte Senseo-Maschine auf dem Flohmarkt finde oder daheim habe oder sonst was, dann muss ich immer schauen, dass es genau zu der Generation auch passt. Aber das ist die reinste Geldmacherei, ne? Einfach nur, damit die Leute immer wieder einen neuen Tank kaufen und nicht immer unter den Geräten tauschen können. Sehr unsympathisch von Philips. So, dann sehen wir mal, ob sich der Tank leicht einstecken lässt. Das hat mich nämlich so aufgeregt bei meiner letzten Senseo, dass man den Tank sehr schlecht einsetzen konnte. Jetzt mal gucken, wie es hier ist. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht vorbereitet oder irgendwas. Ich bin jetzt wirklich kompletter Noob. Also, den setzt man so ein und geht ganz leicht. Weil die bei Philips sich nämlich denken, sie müssen immer den Tank verändern bei jeder Generation. Und dann kommt eben so ein Murks dabei heraus, dass man den nicht richtig einsetzen kann. Hätten die einfach immer
den gleichen Tank genommen, der ergonomisch gut handelbar war, dann gäbe es kein Problem. Aber nein, man muss es ja verändern, ne, um mehr Geld zu machen. Es war auch ein Grund, warum ich mich gegen eine neue Senseo entschieden habe, obwohl ich erst vor 2 Wochen für 40 Euro hätte eine kaufen können. Also das wäre erledigt. Tank ist sehr einfach zu wechseln. Also das ist wirklich sehr einfach. Aber was für mich jetzt noch wichtig wäre, wie ist es von der anderen Seite? Weil meistens steht ja die Kaffeemaschine mit der Front zu einem. Ah, das ist auch gut. Das kann man hier sogar halten, ohne dass irgendwas rausfliegt oder so. Also ich bin schon mal von der Ergonomie positiv überrascht. Auch das hier ist natürlich geil, ne? Mit dem, dass man die Höhe verstellen kann. Dass man spülen kann. Also es hat wirklich, ich sehe jetzt schon viele Vorteile, die mir zum Teil auch vorher gar nicht klar waren. So, jetzt stelle ich mich vor die Maschine und versuche den Tank zu entnehmen. Ja. Mit bisschen Übung geht er auch leicht rein. Viel einfacher als bei der Senseo. Gut, dann stecken wir mal den Stecker rein. Ja, der Stecker ist jetzt nicht so lang, aber man ist es von anderen Geräten dieser Art gewohnt, dass der Stecker, dass das Kabel so kurz ist. So, jetzt blinken die 3 Teile. Ist sie jetzt schon fertig geheizt, oder was? Was heißt blau jetzt? Ups, ich hätte da zumachen sollen, ne? Ih, da kommt ja. Ah ne, das sah nur so aus. Ich dachte, da kommen voll die Partikel raus, aber das war einfach nur ein Aufschäumen des Wassers. Gut, jetzt werde ich mal eine Tasse durchlassen, eine große. Und dann ist es schon so sauber, dass ich persönlich keine Angst mehr habe, dass ich mich irgendwie vergifte. Gut, dann werde ich dieses Wasser mal wegschütten und dann bin ich wieder zurück. Mir ist eigentlich jetzt schon positiv aufgefallen, dass die Maschine auch ein bisschen leiser ist als die Senseo, die ich vorher hatte. So, fangen wir mal an, ja, mit dem Erstbesten, das mir unter die Füße kommt. Die Espressi-Kapseln probieren wir mal. So, dann reiße ich das mal auf. Wie gesagt, ich habe noch niemals so ein Ding benutzt hier, so eine Espressi-Maschine. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß nur so im Groben, wie Kapselmaschinen funktionieren. Also das Teil hier bleibt dran, ne? Hier, das ist schon genau ausgeschnitten, so wie die Kapsel dann reinkommt. Also optimal, kann man nichts falsch machen, glaube ich. Außer das Ding fliegt mir gleich in die Luft. So, jetzt habe ich gehört, wie da die Folie zerstochen wurde. Also ich scheine es richtig gemacht zu haben. Und jetzt muss ich halt auf die kleine Taste drücken, denke ich mal. Drücken Sie die Taste. Kleine Tasse. Gut, drücken wir das. Vor allem während des Brühvorgangs ist sie auf jeden Fall leiser als die Senseo. Gut. So, dann spüle ich das gleich mal durch. Da hängt aber einiges an Kaffee drin, ne? Das merke ich da gerade. Aber da kommt immer noch eine dunkle Brühe raus.
Mir fällt gerade noch mehr auf, wie sehr es eigentlich nötig gewesen wäre, meine Senseo damals ein bisschen durchzuspülen, wenn da wirklich so viel Dreck drin hängt. Naja, also ich denke mal, der ist schon gut runtergekühlt hier. Ist ja ein großes Glas und große Oberfläche an der Kaffeeoberfläche. Also trinke ich das jetzt einfach mal ohne Zucker. Also, ich bin jetzt auch kein Kaffee-Feinschmecker, muss ich auch sagen. Ich trinke halt einen Kaffee vielleicht am Tag so, ne? Und die meiste Zeit habe ich immer Senseo getrunken oder normalen Filterkaffee. Also ich würde sagen, der Espresso ist okay. Die Einbildung sagt mir jetzt, dass aus einem Vollautomaten der Espresso vielleicht nochmal besser schmeckt. Also der schmeckt schon, glaube ich, nochmal besser. Aber für mich wäre das jetzt okay, den so zu trinken. Also das ist mehr Luxus, als ich mir erträumen konnte mit meiner Senseo. Dass ich mir überhaupt einen Espresso machen kann hier. Also das ist für mich schon ein Fortschritt. Vielleicht werde ich noch ein Espresso-Feinschmecker. Gut, dann probieren wir mal das nächste. Jetzt spülen wir nochmal hier ein bisschen aus. Ja, das sieht nicht schön aus hier. Wie soll ich das wegmachen? Habe jetzt kein Taschentuch da. So, drücken wir hier nochmal. Das hier. Ja, da kommt aber noch sehr viel. Ach, ich Idiot, ich muss ja die Kapsel rausmachen. Kein Wunder, kommt da noch Zeug raus. Okay, Leute. Haltet mich jetzt zurück für einen Vollidiot. Aber wie gesagt, ich habe wirklich nicht viel Erfahrung mit den Maschinen. Sorry, natürlich muss erstmal die Kapsel raus. So, jetzt kann man spülen hier. Ja, jetzt kommt klares Wasser fast raus. Sorry Leute, aber jetzt merkt ihr wirklich, ich bin totaler Anfänger, was Kapselmaschinen betrifft. So. Nach dieser kleinen Peinlichkeit probieren wir als nächstes jetzt die heiße Schokolade. Dann werde ich mal sehen, was meine Freundin ab jetzt morgens erwartet. Beziehungsweise, wenn das nicht gut ist, dann erwartet es meine Freundin nur einmal wahrscheinlich und dann trinkt sie es nie mehr. So, machen wir. Oh, das ist aber ein bisschen verstaubt hier. Ich hoffe mal, das ist nur bisschen Pappstaub, aber sonderlich toll finde ich das jetzt nicht, wenn da Staub drin ist. Und ich soll ja schließlich das ganze Ding da reinstecken und ich weiß nicht, kommt das mit dem Wasser in Kontakt hier? Müsste ich mal nachher schauen. Staub finde ich auf jeden Fall schon mal nicht so toll. So, machen wir das rein. Und was drücken wir? Was steht da drauf? Die große Tasse. Woraus besteht es? Vollmilch, also Zucker, Vollmilchpulver. Ich blende schon den Zucker aus, weil Zucker ist ja sowieso überall drin. Zucker, Vollmilchpulver, Kakaopulver, Magermilchpulver, Zartbitterschokolade, stark entöltes Kakaopulver, Speisesalz, Aroma und Zimt. Aha. So, also was ist jetzt die große Tasse, ne? Gut. Drücken wir mal die große Tasse. Was ist jetzt los? Warum heizt er jetzt auf? Der hat doch jetzt genug Zeit gehabt. Ja, ich muss schon sagen, es sieht wie ein richtiger Kakao aus. Es spritzt hier ein bisschen raus. Das finde ich jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt. Das Glas ist ja fast bis ganz oben hin. Bis zu dem Auslauf da. Und trotzdem spritzt es noch raus. Finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Aber man kann damit leben.
Und wie kommt da raus? Ja, riecht eigentlich auch gut, ja. Also dafür, dass das nur ein Pulverzeug ist, riecht es echt gut. Boah, der ist aber heiß. Kommt richtig heiß raus, das Zeug. Ich muss ein bisschen warten. Ja, vorbei. Also, es hat besser gerochen, als es schmeckt, muss ich sagen. Schmeckt ein bisschen wässrig, ein bisschen künstlich, komisch. Schmeckt wie so ein Kakao von diesen Automaten, die es da gibt, ne? Diese Getränkeautomaten. Ja. Also, ich finde einen richtigen Kakao besser. Ich hole mir auch immer hochwertige Milch. Dann schmeckt es schon deutlich besser. Aber es ist okay. Also man kann es schon trinken. Vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache. Man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Dann schmeckt es auch anders. So, dann nehme ich mal wieder das Espresso-Glas und mache hier nochmal ein bisschen Wasser rein. Lass das ein bisschen durchlaufen, damit es sauber ist. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Erst die Kapsel raus. So, jetzt kann man durchspülen. Jetzt wird schon gleich der Tank leer sein, ne? Der Tank ist noch zu einem Drittel gefüllt. Und ich muss auch sagen, ich glaube an die Mechanik, an das Ventil und so weiter, da kommt man besser dran als bei der Senseo. Also das ist auch wieder ein kleiner Vorteil, weil das könnte man vielleicht im Zweifel dann auch mal selbst reinigen. Oder wenn das Ding irgendwie, ja, zugeschmandet ist, dann könnte man das ein bisschen sauber machen. So Leute, dann probieren wir als nächstes die Chai Latte Kapseln. Dazu spülen wir nochmal hier ein bisschen aus. Ich hatte gerade eine kurze Pause, weil mir die DSLR aufgehört hat zu filmen. Aber es geht wirklich schnell mit dem Aufheizen, muss ich auch sagen. Also das ging nicht so schnell bei der Senseo. Gut, dann kommt das nächste Glas drunter. Und jede Kapselart hat auch eine andere Farbe. Das heißt, man könnte die jetzt auch in ein größeres Glas oder sowas schmeißen oder in einen Plastikbehälter, so zum Wühlen, und würde dann trotzdem die einzelnen Sorten erkennen. Die sind immer hier auf der Packung schon zu erkennen. So, machen wir das rein, machen das zu und welche Tasse? Große Tasse. Ist auch ungewohnt, dass das immer eine Weile dauert, bis es dann losgeht, ne? Bei der Senseo brüht er immer sofort. Aber trotzdem geht es schneller als bei der Senseo. Zucker, Süßmolkenpulver, Magermilchpulver, Kokosfett. Kokosfett soll ja nicht so gesund sein wegen den gesättigten Fettsäuren da drin. Schwarzteeextrakt, 3,5%, Aromen. Salz, Stabilisator, Natriumphosphate, Zimt. Oh, das riecht schon deutlich nach Zimt. Riecht man jetzt schon. Entnehme ich das einfach mal. Rieche daran. Ja, es riecht halt wie ein Chai Latte, wie man das kennt von diesen Pulvern, die es da gibt. Nur weil ich das schon trinken kann, heißt es nicht, dass es nicht heiß ist. Sondern ich kann sehr heiße Sachen einfach essen und trinken. Das ist bei mir einfach so. Ich kann ein Fondue-Fleischstück so heiß essen, dass es im Mund zischt. Klingt komisch, ist aber so. Ja, also das schmeckt sehr gut. Also, aber genauso wie diese Pulver. Jetzt habe ich nur bei dieser Maschine den Vorteil, ich muss halt nicht einen Wasserkocher anmachen.
und warten, bis das Wasser heiß ist. Und ich brauche keinen Löffel zum Verrühren oder sowas. Ich kann einfach die Kapsel halt reinmachen und ein Glas drunter stellen. Insbesondere ist es halt gut, wenn ich jetzt eine Geburtstagsfeier oder sowas zu Hause habe und jeder will was anderes trinken. Bei einer Hausparty oder sowas könnte jetzt sogar jeder hingehen und sich selber das Zeug da machen, ne? Also wenn man jetzt Leute hat, die sich selbst bedienen können oder so. Also der schmeckt wirklich gut. Ist aber eine kleine Portion, ne? Also so ein Ding da, das ächze ich mit links. Also da würde ich sogar die doppelte Menge könnte ich ohne Probleme in einem Zug runtertrinken. Jetzt bin ja ich nicht repräsentativ für die Bevölkerung, also versuche ich es mal in andere Worte zu fassen. Also man trinkt ein paar Schluck und dann ist es weg. 3 oder 4 Schluck große. Aber ihr seht es ja selber. Gut, dann nehmen wir wieder unser Espresso-Glas. Espresso, Entschuldigung. Die Maschine heißt Expressi. Jetzt bin ich so stolz gewesen, dass ich mir Espresso angewöhnt habe und nicht so wie manche Leute sage Expresso. Jetzt habe ich diese Maschine und muss es mir wieder alles angewöhnen. Ups, jetzt habe ich das Falsche gedrückt, ne? Das hier ist eigentlich das Spülen. Aber geht auch so. Ah, jetzt habe ich wieder die Kapsel drin gelassen. So, jetzt. Ah, jetzt ist das Wasser leer. Oder? Nee, ist eigentlich nicht leer. Ja, also spülen sollte man auf dem unteren Knopf. So wie es in der Anleitung steht, die ich vorhin mit wehenden Fahnen weggeschmissen habe. So, also die Packung hier ist schon viel leichter. Was sieht man jetzt so schlecht hier, ne? Also der Pfefferminztee ist das. Und ja, man merkt, es ist viel leichter. Also wahrscheinlich sind da bloß ein paar Teeblätter halt drin, ne? Kostet aber trotzdem 2,79 €. Ich habe mich auch schon gewundert, dass alles gleich teuer ist. Das Milchpulver ist genauso teuer wie, was weiß ich, ein Chai Latte oder so. Pfefferminztee, der nur aus ein paar Blättern besteht. Pfefferminz wächst ja sowieso wie Unkraut, deswegen ist es auch nicht teuer, den Tee herzustellen. Also, ihr kriegt Tee für 60 Cent oder so, Pfefferminztee. 20 Beutel. In jedem Discounter, in jedem Supermarkt. Da verstehe ich nicht, warum man hier 2,79 € verlangen muss. Genauso viel wie bei dem angeblich so hochwertigen Kaffee. Aber gut. Der Bequemlichkeit zuliebe kaufe ich das dann halt trotzdem. Vielleicht in nächster Zeit werden wir sehen. Ja, hier in schönem Minzgrün gehalten. Was ist denn das für ein Ding hier? Das sollte man wohl nicht wegmachen, oder? Ah, doch. Ah, das war jetzt bei den anderen Kapseln nicht, ne? Abziehen soll man das. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Das muss ich auch erst später recherchieren dann. Auf jeden Fall. Ah, das ist so eine Art Filter. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum man hier jetzt einen Filter braucht und bei den anderen Sachen nicht. Aber egal. Also der Noob macht jetzt die Kapsel da rein und dann drückt er das Ding runter. Und dann brauche ich ein frisches Glas. Oh, das Glas passt schon fast nicht mehr drunter. Mit bisschen Quetschen passt's. So, und was brauchen wir jetzt? Auch wieder eine große, ne? Große Tasse. Dauert es wieder eine Weile. Hallo? Aha. Da kommt ein ganz klarer Tee auf jeden Fall raus. Ja, deswegen wahrscheinlich der Filter, ne? Um es nochmal klarer hinzubekommen vielleicht. Aber Zucker ist da jetzt nicht drin, ne? Ja, da ist nur Pfefferminze drin. Oh, jetzt wird er leer. Aha, ja. Also,
Ich schätze mal, die Maschine erkennt nicht von alleine, wenn das Wasser leer ist. Das ist natürlich schlecht, weil ich nicht Lust habe, jedes Mal vorher zu gucken, ob der Wasserstand hoch ist. Aber vielleicht hat es jetzt auch gerade genau gereicht oder sowas. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die hat jetzt zu wenig Wasser gehabt. Boah, das Glas ist brutal heiß und ich krieg's kaum raus. Ah, jetzt geht's. Boah, puh. Boah, es ist mentholig. Riecht voll nach Menthol. Ist aber geil. Also, es ist so ein richtig krasser Pfefferminztee. Ich trinke ja meistens eigentlich eher so, wie nennt sich denn das? Als so Minze, die mehr nach Spearmint und nicht so sehr nach Pfefferminz riecht. So mexikanische Minze ist es. Ja, also geschmacklich gut. Und der schnellste Pfefferminztee, den ich mir jemals gemacht habe. Wasser habe ich jetzt aufgefüllt. Und es geht also wirklich sehr gut mit dem Tank. Und das Plastik fühlt sich auch richtig hochwertig an. Nicht wie bei der Senseo, wo man das richtig verbiegen kann, sondern das ist wirklich massives Plastik. Aber ich glaube halt auch, wenn das runterfällt oder so, das könnte schon dann mal einen Riss bekommen. Das ist halt bei der Senseo dann nicht der Fall, ne? So, machen wir das mal weg. Dann nehmen wir wieder unsere Ekelbrühe. Sorry, dass ich euch diesen Anblick hier antue. So, die Kapsel ist jetzt draußen wieder. Jetzt spüle ich das ein bisschen. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Warum spült das jetzt nicht? Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht gleich gespült hat. Die Kapsel ist aber durchgegangen. Naja. Also ich bin heute sozusagen der DAO, ne? Der dümmste anzunehmende User. Dann nehmen wir als nächstes mal, nehmen wir mal den Kaffee Crema. Hier. Ja, ich muss mir extra einen Schrank suchen, wo ich die Dinger aufbewahre. Die brauchen halt schon viel Platz, ne? So, hier muss man nichts wegreißen. Das ist so ein bisschen, wie wenn man eine Schinkenpackung zu lange über dem Verfallsdatum aufgehoben hat. Das bläht sich so ein bisschen, ne? Weiß nicht, ist das unter Druck oder was? Jetzt machen wir das mal wieder rein. Hebel runter. Und nächstes Glenmorangie-Glas rein. Ja, ich fand die damals so toll, aber alle Gläser kann man eigentlich vergessen, die so eine weiße Schrift haben, ne? Weil die geht irgendwann mit der Zeit weg. So, was drücken wir jetzt? Große, kleine? Große Tasse. Fang jetzt an, Mann! Hast gehört? Ist einfach nur Kaffee, ne? Stärke 5 von, das geht hoch bis 13, wenn ich das richtig gezählt habe. Also das Stärkste ist 13, die Unglückszahl. Gut. Boah, also es riecht richtig nach stark geröstetem Kaffee. Boah, das riecht schon fast verkohlt. Boah,
Ist das Lungo oder was? Verkohlter Kaffee? Boah, also da ist richtig stark geröstet. Glaube ich. Also das riecht brutal nach. Oh, wie so ein Aschenbecher oder verbranntes Holz oder so. Hat es so ein bisschen was davon. Puh, probieren wir es mal. Oh, leck. Was ist denn das? Oh, ich habe noch nie so einen starken Kaffee getrunken. So richtig brutal stark. Oh, ja, das ist, glaube ich, so wie ein großer Espresso oder so. Oh, es ist intensiv, ey. Aber das ist nichts für sanfte Gemüter. Das ist jetzt ein normaler Kaffeecremer. Oder ich weiß nicht, was Lungo bedeutet. Hier steht Stärke 5, das ist aber brutal intensiv. Habe ich die richtige Taste gedrückt? Werde ich wohl erst sehen, wenn ich das Video schneide. Gut, aber ich mische sowieso alles mit Milch. Ich würde da jetzt noch normale Milch reinmachen, wenn ich das normal trinke. Und dann ist es auch okay, denke ich mal. Also ich mache sehr viel Milch in meinen Kaffee. So, dann nehmen wir wieder die Ekelbrühe her. Ist auch geil. Man muss gar nicht mehr ein heißes Pad entnehmen, sondern die Kapsel, die fällt dann einfach runter, ne? In diesen Auffangbehälter. Wo ist denn der eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Oh, Igitt. Warum ist denn das jetzt voll mit Wasser? Keine Ahnung. Warum ist das jetzt voll? Das hier müsste doch voll sein, oder? Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber hier ist der Auffangbehälter, ne? Oder? Ah, jetzt geht's. Ja, also hier ist der Auffangbehälter. Moment mal, ich muss das mal... Ah, das kann man noch mal abnehmen. Was ist denn das? Warum ist denn hier alles voll mit... Da habe ich bestimmt mal vorhin irgendwie falsch gedrückt oder sowas. Aber hier ist auf jeden Fall der Auffangbehälter mit den leeren Pads. Oh, und hier kommt voll das Wasser raus. Ich muss mal kurz Pause machen und das Wasser hier wegschütten. So Leute, hier nochmal ein Blick auf die Kapseln. Schön bunt sieht es da drin aus. Und ich habe das komische Wasser hier entsorgt. Das ist wahrscheinlich vorhin da reingelaufen, als ich spülen wollte und das Wasser kam nicht raus. Ja, andere Leute würden sowas jetzt rausschneiden, aber ich zeige euch halt, wie das wirklich ist für mich als dummen Anwender, wie das für mich ist jetzt beim ersten Mal. So, also jetzt machen wir wieder das da drauf. Das ist ein bisschen wie ein Lego-Kasten, ne? Mit lauter Einzelteilen. Aber ich finde es gut, so wie das ist. So, jetzt spülen wir es nochmal ein bisschen durch. Geht es? Ah, jetzt muss ich es wieder anschalten. Ihr könnt ja jetzt Epic Fail unter das Video schreiben. Der Saar macht einen Epic Fail heute. Naja, da stehe ich drüber, Leute. So, jetzt probieren wir mal das nächste. Also hier, das habe ich schon so gekauft, ne? Richtig verstaubt ist das hier. Habe ich aber erst gesehen, als ich an der Kasse war. Ja. Gut. Das ist jetzt hier der Waldfruchttee. Naja, ich höre das schon. Ich habe es mir schon gedacht ein bisschen. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, das ist einfach wie dieses Granulat, das man überall kaufen kann, ne? Naja, gut. Ich finde es ja okay, dass sie einfach das Granulat da reinmachen, ne? Finde ich in Ordnung. Aber muss man dann wirklich 2,79 Euro dafür verlangen? Finde ich wirklich ein bisschen teuer. So ein ganzes Teil, wo man sich, was weiß ich, 50 Tassen machen kann, kostet
1,50 € vielleicht oder sowas, ne? Und hier verlangen sie 2,79 €, bloß weil da noch ein bisschen Plastik außenrum ist. Das finde ich ein bisschen arm, ehrlich gesagt. So, also hier müssen wir wieder so ein Teil da wegmachen. Ja, wie bei der Zahnpastatube. Machen wir das wieder rein. Drücken das runter. Und dann holen wir das nächste Glas. Quetschen es drunter. Und dann große Tasse, ne? Also alles, was nicht voll klein ist, ist immer eine große Tasse. Also nur Espresso ist bis jetzt. Ach, hier soll man zweimal große Tasse drücken. Hätte ich das schon mal machen sollen beim Pfefferminztee? Oh ja, beim Pfefferminztee hätte ich auch zweimal die große Tasse machen sollen. Und beim Chai Latte aber ist es nur eine gewesen. Ja gut, also der Pfefferminztee wäre dann eigentlich noch ein bisschen schwächer gewesen. So, jetzt drücken wir zweimal die große Tasse. Einmal. Du hast 3 Sekunden. Eins, zwei, drei. Der hört nicht richtig auf mich. Ah, warte mal, wenn das so Granulat ist, dann müsste doch beim ersten Brühvorgang schon alles rausgehen, oder? Dann kommt ja beim zweiten Brühvorgang eigentlich nur noch heißes Wasser raus. Aber im Gegensatz zu einem anderen Reviewer, der das getestet hat hier auf YouTube, bin ich der Meinung, dass es nicht Quatsch ist, nochmal drauf zu drücken, weil beim zweiten Mal dann nur noch Wasser rauskommt oder irgendwas, sondern das ist ja jetzt pappsüß und der Kaffee ist dann deutlich stärker und die Milch, das Milchpulver ist deutlich konzentrierter, wenn ich nur einmal drücke. Also wenn, ist schon klar, dass beim zweiten Mal wässrigeres rauskommt, aber das muss ja nicht schlecht sein. Ich will ja nicht am Ende was brutal Starkes haben, sondern was Angenehmes. Also drücke ich nochmal drauf. Es kommt immer noch farbiges Zeug raus. Und wenn das ökologisch effizient ist, dann müsste eigentlich nach dem zweiten Prüfvorgang überhaupt nichts mehr rauskommen, das eine Farbe hat. Also auch hier wieder, man muss nicht das Pulver entnehmen, in eine Tasse reinmachen, Wasser heiß machen, drüber gießen, rumrühren und alles. Man kann halt einfach alles an einer Maschine machen. Das finde ich jetzt schon gut. Und es geht auch schnell, ne? Und es ist nicht so heiß jetzt. Also die Trinktemperatur ist einfach dann auch gegeben. Und nicht irgendwie, dass ich das Wasser zum Kochen bringe und dann habe ich da 100 Grad. Gut, kann man selbst natürlich auch ein bisschen. Muss man halt den Wasserkocher recht. Oh, Menschenskinder, habe ich das Reden verlernt. Man muss halt den Wasserkocher dann rechtzeitig abschalten. Aber es ist halt deutlich einfacher, wenn die Maschine schon die Temperatur einigermaßen so macht, dass es nicht zu heiß ist. Und aber auch nicht zu kalt. Also ich sehe da schon einen Vorteil darin. Oh, das ist brutal heiß. Es riecht ein bisschen. Auf der einen Seite klar, dieses Waldfruchtgranulat natürlich einfach, aber ich glaube, da ist noch so ein bisschen Kaffeegeruch drin. Also so ganz komplett kriegt man das halt nicht raus zwischen den Brühvorgängen, ne? Oder ich müsste halt ein bisschen länger noch spülen. Also ansatzweise ist da ein bisschen Kaffeearoma jetzt drin oder sowas. Aber ist jetzt nicht schlimm oder so. Also trinke ich mal. Also es ist. Moment mal. Das schmeckt gar nicht wie so ein Granulat. Was ist denn da drin? Hibiskus, Hagebutte, Orangenschale, Aromen, Brombeeren, Erdbeeren, Himbeeren,
Kirschsaftgranulat? Ja, das ist ja gar nicht sowas. Das ist ja ein richtiger Tee. Ja, bin ich jetzt positiv überrascht? Finde ich sogar noch besser. Nee, das ist kein Granulatzeug. Hat sich aber so angehört beim Schütteln auch. Nee, ist ein ganz normaler Waldfruchttee. Aus richtigen getrockneten, wie sagt man, Kräutern, Früchten und so weiter. Ja, doch, sehr gut. Kann man gut morgens trinken zum Frühstück oder so. Okay. Dann nehmen wir das Glas des Grauens und machen nochmal hier einen Spülvorgang. Kommt jetzt ein bisschen rotes Zeug raus. Oh, natürlich, ich habe schon wieder vergessen, die Kapsel rauszumachen. So, jetzt. Gut. Ist auch geil, ne? Das spült genauso lang, wie ich auf dem Knopf bleibe. Ah, ne, doch nicht. Ja, man muss zweimal drücken. Ah, ist schon sehr gut. Was hätte ich bei der Senseo gegeben für einen Spülknopf? So, nächstes Glas. Lungo Amalfi. Aber ich hatte doch gerade eben schon Lungo. Das war ja dieses stark geröstete Zeug. Naja, werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal sowas haben, ne? Das brutal nach Aschenbecher schmeckt. Aber gut, probieren wir das mal. Wie gewohnt, beim Kaffee haben wir unten nicht so ein Teil, so ein Filter. Dann einfach nur hier ganz normale Kapsel. Und jetzt machen wir das rein. Oh, geht ja gar nicht. Machen wir das so. Knack macht's und dann tropft hier ein bisschen was raus. Und was machen wir jetzt? Kleine Tasse? Ne, auch groß. Große Tasse. Dann los. Ich hab dir 100 Mal gesagt, fang an. Ich sag's nur noch einmal, Junge. Fang an. Ah. Mann, warte doch, bis dein Einsatz kommt, du blöde Maschine. Und? Ah. Ist, glaube ich, nicht so ver. Oder doch? Oh, riecht auch wieder so verbrannt. Ja, ey, Sa, das hat halt Kaffee so an sich. Hast du noch nicht gewusst, der ist geröstet? Ja, ist schon klar, dass er geröstet ist. Aber der vorhin, der roch halt ganz schön krass nach Röstaromen. So. Ja, der auch, aber ich glaube nicht so ganz. Krass, oder ich bin schon abgestumpft, kann auch sein. Probieren wir mal. Doch, das ist das allergleiche Zeug, oder? Das hier ist der andere. Sieht man schlecht, so wie ich das halte, ne? Also das eine ist auf jeden Fall heller. Der hier ist heller. Keine Ahnung. Aber der ist sehr bitter. Und der hier. Ich glaube, der schmeckt noch ein bisschen. Der schmeckt nicht so arg intensiv, aber. Sie sind aber beide sehr ähnlich. Ganz krasses Kaffeearoma. So, dann nehmen wir wieder das Ekelglas. Gut. Jetzt hat es wieder geklappt mit dem Dauerdruck. Ich weiß nicht. Vielleicht erkennt es automatisch, ob man drauf bleibt mit dem Finger und dann hört es auf, wenn man den Finger wegnimmt. So, als letztes haben wir hier den Filterkaffee. Ich hoffe mal, das ist mal ein ganz normaler Kaffee, der einfach nicht so verbrannt schmeckt oder so.
wieder ganz normales Pad. Und hier hat man. Ach so, deswegen heißt es Filterkaffee. Aber was jetzt genau der Vorteil davon sein soll, weiß ich nicht. Müsst ihr in einem anderen Video schauen, was der Sinn davon ist. So, dann machen wir das rein. So, und dann nehmen wir das letzte Glas, das ist nämlich die letzte Sorte jetzt, und drücken den Hebel runter. Und was drücken wir dann? Die große Tasse, ne? Ja. Die kleine Tasse ist eigentlich nur für Espressi. So, da drücken wir drauf. Hey! Hey! Naja, also man sieht schon, das kommt viel klarer heraus. Gut, mich hat es jetzt bisher nicht gestört, dass mein Senseo-Kaffee und so weiter, dass die ein bisschen trüb waren, aber vielleicht schmeckt es ja irgendwie ganz anders jetzt. Werden wir gleich sehen. Sieht auf jeden Fall schon mal mehr nach richtigem Kaffee aus. Warte, ich versuche das euch mal ein bisschen zu zeigen. Das sieht jetzt aus wie eine Cola. So, dann trinken wir mal einen Schluck. Also der hier ist geschmacklich am nächsten an richtigem Kaffee, wie ich den kenne vom Filter oder aus der normalen Kaffeemaschine. Und der schmeckt mir auch am besten, muss ich sagen. Aber ich wollte einfach mal verschiedene probieren, aber ich würde sagen, den hier kaufe ich in Zukunft. Der schmeckt, glaube ich, am besten. Okay, Leute, das war das Unboxing und die Review zur Espressi-Kaffeemaschine aus dem Aldi. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen behilflich sein bei seiner Kauf- oder Nicht-Kauf-Entscheidung. Und dann kann ich nur noch sagen, ciao Leute, macht's gut. Und wir vertragen uns, oder? Hä? Vertragen wir uns? Ja, vertragen wir uns.